Heute waren mal seine Anhänger kreativ. Vom Ei-Philosophen bis zum Ei-Gott reichten die Namensfindungen, die Steve Jobs und sein Lebenswerk würdigen sollen. Die Namen, abgeleitet von seinen Produkten wie iPhone, iPad oder iPod, zeigen, wie sehr Jobs seine Produkte und die Marke Apple verkörperte bis zuletzt. Heute gab Apple seinen Tod bekannt. Für viele ist damit ein Visionär verstorben. Was er entwickelte, erscheint einer ganzen Generation inzwischen als unverzichtbar. Sein Tod hat weltweit Betroffenheit ausgelöst, Respekt und Beileidsbekundungen auch von langjährigen Konkurrenten in der Branche, wie Amerika heute trauerte. Dazu Hanni Hüsch. So verabschieden sich Hardcore-Fans. Vor dem Apple-Geschäft in Washington haben sie einen kleinen Altar aufgebaut. Mit dem ersten Original Macintosh aus dem Jahr 84, dem ersten iPod und der Maus. Alles hat Kultstatus. Ich wollte ihm die Ehre erweisen. Er hat so viel für unsere Gesellschaft geleistet. Rund um den Globus trauern vor allem die Jungen um einen Visionär, der für sie ein Rockstar war. Wie kann man ihm näher sein als mit einem herzhaften Biss in den Apfel, der in China, in Amerika und bei italienischen Kids die Welt bedeutet? Traurig sein, global. Jeder hat auch einen iPod oder ein iPad. Erfindungen, die die Geschichte verändern. Auch der amerikanische Präsident outete sich als Fan, als stolzer Besitzer eines iPads. Steve, so ließ er die Amerikaner wissen, sei ein Beispiel für Amerikas großartigen Unternehmergeist. Und so wächst dem durchaus auch autoritären Genie im Tod eine weitere Aufgabe zu, Balsam auf die wirtschaftlich geschundene US-Seele zu geben. Er repräsentiert Erfindung und Kreativität, sagt sie. Alles, wofür Amerika steht. Immer vorwärts streben, um das Beste zu erreichen. Entwickelt in Kalifornien, gefertigt in China. Jobs in der Produktion hat auch Steve Jobs nicht nach Amerika gebracht. Und doch, so sagen Fans und Konkurrenten heute einig, der Mann hat die Welt verändert. Großes Vorbild für sein Unternehmen seien die Beatles gewesen, ließ Steve Jobs einmal wissen. Die hatten 1968 auch eine Firma namens Apple gegründet und die Welt revolutioniert mit ihrer Musik. Damals war Steve Jobs 13 Jahre alt. 8 Jahre später gründete er seine eigene Firma Apple. Heute sorgen seine Innovationen dafür, dass man in Sekundenschnelle per Knopfdruck zum Beispiel Titel der Beatles aus dem Netz herunterladen und dann unterwegs hören kann. Der Rechtsstreit um den Namen, den die Anwälte und Nachlassverwalter der Beatles gegen Apple II anstrengten, endete erst im vergangenen Jahr. Svea Eckert und Karin Dohr über den Aufstieg und das Vermächtnis von Steve Jobs. Aus Computern wird Show, aus Design Kult. Erschaffen von Steve Jobs, dem iGod. Wann immer und wo immer er auftritt, eine ganze Generation hängt an seinen Lippen, geprägt von seinen Produkten, fasziniert von seiner Person. Meine leibliche Mutter war eine ledige junge Frau ohne Schulabschluss. Sie hat mich zur Adoption freigegeben. Ich hatte Glück und habe früh etwas entdeckt, das ich liebe. Es sind die Computer, die er in der elterlichen Garage erfindet. Gemeinsam mit einem Schulfreund gründet er Apple, schraubt und tüftelt an den ersten Modellen. Vom klobigen Rechner im Holzgehäuse bis zum iPad. Apple, eine Marke, wird zum Lifestyle-Produkt. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. Der Macintosh erblickt 1984 die Computerwelt, eine Sensation. Und Studienabbrecher Jobs gibt offen zu, es war ein einziger Unikurs, der ihn zu dem inspiriert hat, was seither Apple ausmacht. Nicht Technik, sondern ausgerechnet Kalligrafie. Wir haben dem Macintosh genau das mitgegeben. Die wunderschöne Form, das Design. Hätte ich nicht diesen Kurs gemacht, hätte der Apple niemals so harmonische Oberflächen und Schriftbilder. Grandioses Marketinggetöse. Doch auf den Triumph folgt der kommerzielle Misserfolg. Ein Streit um künftige Strategie eskaliert. Jobs fliegt aus dem Konzern, den er einst mitbegründet hat. Erst 12 Jahre später holt Apple ihn zurück. Von da an ist Steve Jobs Apple und Apple ist Steve Jobs. Der coole Typ im schwarzen Shirt und Jeans fasziniert mindestens so sehr wie seine Produkte. The iPad. Nicht mehr mühselig zu bedienen, sondern freundlich zu ihren Nutzern,
Als erster kombiniert Apple bereits vorhandene Technologie, Musikspeicher, Handy, Tablet, PC, alles aus einer Hand und dank Jobs unwiderstehlich. Doch welche Richtung soll Apple nehmen? Jobs ist zunehmend gezeichnet vom Krebs. Er kämpft jahrelang gegen die Krankheit, philosophiert über den Tod, wird endgültig zum Mythos. Ich schaue jeden Morgen in den Spiegel und frage mich, wenn dieser Tag mein letzter ist, möchte ich wirklich das tun, was ich heute plane? Die großen Antworten soll nun er geben, Tim Cook, Apple-Chef, erst seit 6 Wochen. Seine ersten Schritte ungelenkt, die Fans enttäuscht vom Mann wie vom Produkt, dem neuen iPhone. Mit einer schwachen Kopie des übermächtigen Jobs werden sie sich wohl nicht zufrieden geben. Für die einen war er der erfolgreiche Unternehmer, für andere so etwas wie ein Gott der digitalen Welt. Zum Tod von Steve Jobs, der Kommentar von Andreas Zichowitz vom Norddeutschen Rundfunk. Ich gebe zu, mich fröstelt es da immer ein bisschen, wenn jemand kommt und im Brustton der Überzeugung zu mir sagt, also mein erstes iPhone hat mein Leben total verändert. Ja, mein Gott, geht's auch ein bisschen drunter? Nein, drunter machten es Apple und Jobs nicht. Die Welt verändern. Gelungen ist ihm und seiner Firma mindestens das Verhalten vieler Menschen weltweit zu verändern. Apple steht für digitale Revolution. Jobs war ihr Popstar, der Popstar. So erfolgreich, dass hinter dem Visionär das Apple-Geschäftsmodell stets elegant verschwand. Apple verkauft mit der Idee vom einfach bedienbaren mobilen Internet auf schicken Geräten Unabhängigkeit und bindet damit seine Kunden ebenso schick ausschließlich an die eigene Gerätewelt. Der Visionär Jobs war also ein mindestens ebenso genialer Verkäufer. Dennoch, ich bin mit seinem Tod um eine Illusion ärmer. Dass es zum Glück echte Menschen wie Jobs sind, die die digitale Welt im Griff haben und steuern. Auch wenn ihre Suchmaschinen uns bereits jetzt selbstständig nur noch Dinge anbieten, die uns gefallen könnten, während wir noch glauben, diese Auswahl sei ein Abbild der Realität. Nun wird kein iPhone seine Seele orten können und Apple ohne ihn und seine Aura bald ein Unternehmen wie viele andere sein, mit schönen, überflüssigen und zu teuren Produkten. Andreas Zichowitz kommentierte.